Ich bereue es nicht, weil ich meine, was war das nochmal irgendwie in dem Video? Bei Pumping hat man ja gesehen, ich habe dir irgendwas gesagt und dann hast du gesagt, nein, dein irgendwas mit Familie hast du gesagt, irgendwas, das hat man nicht so richtig gehört, aber ich weiß ganz genau, dass du was wegen meiner Familie gesagt hast. Mir nicht gefallen lasse, dass du sagst, meine Mutter würde ihre Beine breit machen. Wer Ich hat lasse dir es mir erst recht nicht gefallen, dass du mir so sagst. Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute, boah, haben wir besondere Leute dabei, wie zum Beispiel Queen Drama und Emine. Ihr kennt Emine. Und heute ist auch nochmal ihr neues Comeback auf YouTube wieder. Sie war für eine lange Zeit weg gewesen. Emine, warum warst du so lange weg gewesen? Wegen meinem Ex-Freund. Seid ihr nicht mehr zusammen? Nein. Bist du also nochmal zu haben? Nein, mein Herz ist trotzdem noch vergeben. An wen? An meinen Ex. Voila! Also sagst du, es kann doch zwischen euch was noch was werden, oder was? Also ich denke eher nicht, weil vieles passiert ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also das hat trotzdem niemand was anzugehen, was in deinem privaten Leben passiert, auf jeden Fall. Und zwar heutiges Thema, euer Streit, ne? Also Comeback zwischen Emine, weil dein letztes Video war ja auch dieses Streit mit Burak gewesen, also Queen Drama gewesen. Und fängt an, damit ihr das so zwischen ein bisschen geklärt. Ich habe eben im Live ein bisschen gesehen, dass ihr euch ein bisschen so ge also gestritten habt, so ein bisschen. Aber ja, wer will anfangen? Boss Bitch ist draußen kurz, aber wo ist ja jetzt? Alles gut, ich habe nur einen kurzen Anruf bekommen, ja. Ja, Für okay. mich ist egal, ehrlich, weil ich habe, guck mal, die Sache ist einfach, ich bekomme so viel Hate, seitdem diese Thema zwischen uns passiert, also dieser Fall zwischen uns passiert ist. Aber ich habe das immer wieder versucht aufzuklären, indem ich mal gesagt habe, natürlich, also ich habe ja die Dose zuerst auf dem, ne, Gesicht, also im Gesicht bekommen. Und ich meine, egal wer, ne, also Alter. Auf jeden Fall, also Emine, ich wollte mal, Nee, ich meine. ich wollte mal was fragen. Ey, Also, wieso? Egal wer, welche Person auch diesen Dosengesicht bekommen würde, würde genauso austicken wie ich. Weil natürlich sage ich jetzt nicht, dass ich darüber stolz bin, dass es überhaupt eskaliert ist. Ne? Ich habe mich, was heißt entschuldigen? Also ich meine, ich habe mich natürlich nicht entschuldigt für diesen Thema, aber wir haben ja die aber Sache warte natürlich. mal, Queen Drama, du hast auch gesagt gehabt, dass die extra auf dich geworfen hat, dass die extra getrunken hat. Emine, stimmt das? Ja, genau, diese Nein. Bedrohung, das stimmt das schon. Nee, du hast mir ja gesagt, dass du extra dass du dich ja aufladen willst, damit diese Eskalation erst recht passiert. Diesen Drohung weiß ich ja noch. Junge, ich bin vor Zeil schon zu dir alleine hingelaufen, ohne was getrunken zu haben. Nicht das, nicht das. Ich meine, Ja, unten. aber ich rede gerade von was. Und ich bin da schon zu dir gelaufen, nüchtern, bin ich zu dir gegangen und wollte dir da schon eine schieben. Oder nicht? Und dann auf einmal kam Polizei, dann bin ich weggelaufen. Aber ich meine ja nicht diesen Fall da Aber draußen. ich Ich meine meine den Fall. aber das Wodka-Dosen meine ich. Ja, aber da habe ich getrunken, weil Wochenende waren, weil ich trinken wollte. Nein, Und ich nicht meine auch hier. nicht das, aber du hast mich ja gedroht damit, dass du dich ja aufladen wolltest, damit diese Eskalation passiert. Verstell dich doch nicht. Die Ich weiß es ja noch. Eskalation war schon da, so oder so. Aber diese Drohung meine ich damit. Das hast du doch gesagt, oder nicht? Nachdem wir uns geschlagen haben, bist du weggegangen mit deinem Kumpel. Ich war noch Zeil mit Pumping. Wir haben noch Videos gedreht. Dann waren wir noch mit 10 anderen Leuten da. Dann warst du live auf Insta und du hast mich reingeholt und alle Leute haben gesagt, ey, lass dich nicht mehr in FFM blicken, komm nicht mehr nach Frankfurt, du wirst dumm und dämlich geschlagen. Das haben die anderen gesagt. Und was ist danach passiert? In allen Videos, Gazi-Dez-Videos, da und da mit Arfa, du hast mit jedem Stress gehabt. Jeder wollte dich schlagen. Ja, Und das jeder seit Stress nicht, hat weil jeder. ich, ja, aber das ist nicht wegen mir, weil ich gesagt habe, ey, ich schlag den. Sowas habe ich niemals Habe ich auch gemacht. nicht behauptet, habe ich auch nicht behauptet. Aber Die haben ja Leute, alle wegen diesen Frauenrechte oder so gekämpft und so, wobei ich auch für Frauenrechte war. ja, Leute Aber sehen, ey. jeder würde so austicken wegen dieser Dose. Ja, okay, jeder würde austicken, aber trotzdem, du musst denken, du bist ein Mann. Wäre ich ein Mann und eine kleine Frau, ein kleines Mädchen, die 45 Kilo wiegt und voll dünn ist, würde Genau, mir ein Dose ins und Gesicht schmeißen, was ich ich würde sagen wollte. niemals darauf reagieren. Emine, was ich noch Ich sagen würde, wollte, und an zwar, deiner man Stelle sagt, würde ich aber auch nicht so reden, ganz ehrlich, weil jeder würde so austicken, jeder. Queen Drama zum Beispiel, du hast auch so diese Anzeichen immer gemacht mit Emine Airlines und so. Also das würde jemand Das nicht, provozieren. das, aber hab das ja nicht erfunden oder so. Das haben ja die anderen erfunden. Ja Danach klar, habe ich das aber. mitbenutzt, aber ich habe das ja nicht benutzt, weil ich mich darüber lustig machen wollte oder so. Emine, wie hast du dich eigentlich dabei gefühlt, wo die Leute dann immer gesagt haben, Emine Airlines, dies und das? Also ich habe das eigentlich mit Humor genommen, weil im Endeffekt, ich bin ja wirklich geflogen wie so ein Karussell.
Und ich bin jetzt kein Mensch, der alles abstreitet oder sich gut reden will. Es ist halt passiert, wie es passiert ist und ich stehe dazu. Bereust du das, dass du an dem Tag, also an dem Tag so gegen Burak Ding geworfen hast, diese Dose? Ob ich es weiß? Also ob du es bereust? Ach so, ob ich es bereue? Also würdest du das nochmal machen, wenn die Situation sich ergeben würde? Also wenn das wirklich dieser Fall wäre? Oder würdest du sagen, nee, niemals? Ich glaube, ich würde was Härteres werfen. Aber hey, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du geflogen bist. Oh mein ja, Gott. Dann beschwer, dich aber auch nicht dazu. Kein Problem. Ja, aber das ist ja widersprüchlich, echt. Also ich bereue es nicht, weil ich meine, was war das nochmal irgendwie in dem Video? Bei Pumping hat man ja gesehen, ich habe dir irgendwas gesagt. Und dann hast du gesagt, nein, dein irgendwas mit Familie hast du gesagt. Irgendwas, das hat man nicht so richtig gehört. Aber ich weiß ganz genau, dass du was wegen meiner Familie gesagt hast. Und deswegen habe ich dir diese Dose in deine Fresse. Aber warte mal, du hast zu mir Hurensohn gesagt, immer wieder. Und du hast gesagt, ja, weil du eine bist und so. Ja, und warum? Weil du davor gesagt hast, deine Mutter macht die Beine breit. Nein, ganz nicht davor. Ich habe versucht, dir zu erklären, was HS bedeutet. Ich habe dir versucht, das HS zu bedeuten. Aber damit habe ich auch ein bisschen übertrieben, ich weiß. Ich gebe ja auch meine Fehler hinzu. Ich kenne ja auch meine Fehler an. Oder guck mal, du wurdest richtig kritisiert, dass du zum Beispiel eine Frau geschlagen hast. Aber du hast aber gesagt, du bist auch eigentlich eine Frau. Aber das habe ich auch nicht so verstanden. Also optisch bin ich eine Frau, habe ich damit gemeint. Also ich... Guck mal, die Sache, die Emine hat ja auch selbst gesagt, dass ich hier nicht mit Fäusten angekommen bin und so. Ich habe ja richtig wie eine Frau gekämpft. Daran merkt man es schon, dass ich damit meine Frau gegen Frau eher, dass ich nicht so Mann gegen Frau, sondern eher Frau gegen Frau. Das meinte ich halt damit. Was sagst du zu Emine? Weil ich wie eine Frau gekämpft habe. Ich habe ja Haare gezogen. Was sagst du zu Emine? Also denkst du, also das, was er gemacht hat, war eher männliche oder würdest du sagen, es war schon ein bisschen zu hart gewesen? Es ist mir egal, ob er bi ist oder nicht. Ich habe selber Freunde, die bi sind, lesbisch oder schwul. Ich selber bin auch bi. Aber ich benehme mich nicht so wie du, wie Burak. Weil, guck mal, du bist ein Mann. Und wenn du wirklich bi bist und auf beide Geschlechter stehst, dann heißt es trotzdem nicht, dass du eine Frau bist. Aber ob ich eine Frau bin, weil ich mich auch so verhalte. Wer zur Transe, was auch immer, lass dir ein Vagina umoperieren. Bockt mich nicht. Aber du bist keine Frau. Und du bist größer als ich, breiter als ich. Du hast viel mehr Masse und Kraft als ich. Okay, für diesen Wörter, warum legst du dich dann trotz allem mit mir an? Wenn du das jetzt schon sagen kannst. Weil ich es mir nicht gefallen lasse, dass du sagst, meine Mutter würde ihre Beine breit machen. Wer hat dir es mir erst recht nicht gefallen, dass du mir Hurensohn sagst. Hat er das gesagt? Das ja, aber wer hat angefangen, Bruder? Junge, wer hat angefangen? Ich habe nicht angefangen damit. Du hast schon bei Sifos Video hast schon direkt angefangen, hinter der Kamera. Ich schon selbst in Schock gewesen, warum du so drauf warst. Und du hattest Wodka-Dosen in der Hand gehabt und selbst an dem Tag. Du warst bei Sefo TV sehr, 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 wie heißt es nochmal, neidisch? Auf was? Darauf, dass er nur mit mir geredet hat. Hä, nein, ist mir doch egal, mit wem du redest. Wenn du Sefos Video anguckst, alle, die sich das Video angucken, die werden merken, Sefo redet nur mit mir. Und als ich kurz telefoniert habe und weggegangen bin, hat er mit dir geredet. Aber kaum war ich zurück, ich habe sogar noch miteinander geredet, ich bin zurückgelaufen, er hat direkt das Mikrofon zu mir gemacht. Und das hat man auch an deinem Blick gesehen. Und nein, dann ist mir egal, mit wem du redest, ehrlich. Dein Problem war doch, dass ich einen auf Clown getan habe. 99,9% warst du doch derjenige, der mit Unterhaltung ist doch alles schön und gut. Aber damit hat doch das Ganze angefangen, dass ich jetzt einen auf Clown gespielt habe und du dich darüber aufgeregt hast. Mein Problem ist, dass du die ganze Zeit versuchst, im Mittelpunkt zu stehen. Das ist mein Problem. Warum? Warum sollte ich? Du hast doch geredet, nicht ich. Ich habe da nur gelacht. Guck mal, die Zuschauer sagen, wir würden beide Aufmerksamkeit wollen. Der Unterschied ist, die YouTuber kommen von alleine zu mir und wollen mit mir Videos reden. Bei mir ist es auch so. Nein, und du gehst zu den YouTubern, um Videos zu drehen. Anfangs war es nur so, aber danach nicht mehr. Von Pumping zum Beispiel ruft mich immer an, wenn es um Formaten geht. Ich gehe nicht zu der. Ja, weil du Lachkick bist. Ja, weil ich Humor habe, eben. Ja, aber erst seitdem du die ganzen YouTuber immer jeden Tag gefragt hast. Ja, ist doch meine Sache, ob ich frage oder nicht. Im Endeffekt will ich ja auch meine Karriere aufbauen. Aber das ist der Unterschied zwischen uns. Okay. Ich kann es ja einstecken, ist mir egal. Ganz einfach. Ich weiß auch nicht, was für ein Problem du hast, aber das ist meine Sache.
Ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem, dass du bi bist. Ich habe kein Problem, dass du in YouTube-Videos reingehen möchtest oder sonst was. Mein persönliches Problem ist nur, dass du immer die Aufmerksamkeit suchst, aber dann über mich so schlecht redest. Aber hey, warum soll ich denn über dich schlecht reden, wenn schon davor voll viele Leute über dich schlecht gesprochen haben? Also willst du jetzt sagen, du bist ein Mitläufer? Nein, bin ich nicht. Im ganzen Gegenteil. Ja, die sagen zu mir, die sagen, die reden ja mit mir über dich. Ich habe ihr nichts gesagt. Ich habe ja in jedem Wort oder in jeder Diskussion habe ich gesagt, dass ich nicht darüber stolz bin. Okay, und jetzt hinterfrage ich mal deine Loyalität. Du sagst zu mir, du hast schlecht über mich geredet, weil Leute mit dir über mich geredet haben. Ja, aber ich habe ja gesagt, dass ich ja nicht darüber stolz bin. Ich habe ja nicht mal... Aber weißt du, wie viele Leute zu mir gekommen sind und schlecht über dich geredet haben, wie du aussiehst, wie du bist, dein Charakter. Und ich habe dich immer in Schutz genommen. Ich habe dich auch immer in Schutz genommen. Hey, ich habe auch für Frauenrechte gekämpft, habe gesagt, Emil ist ein sehr stark unterschätzt und haben gesagt, ja, Emil ist so stockdünn, was weiß ich, wie eine Schwanz oder so gleich. Ja, ich habe dann gesagt, Emin ist sehr, sehr stark. Und da kann ich mir so, sicher sehr, sehr gut vorstellen, wenn ich in ihrer Lage wäre, so und du breite, reifer denken und sich nicht mit so einem breiten Typen anlegen. Das hast du nämlich getan. Du sagst, du würdest reifer denken, nur weil du nur auf kleine Kinder losgehen kannst. Warum sollte ich dann auf kleine Kinder losgehen? Ich gehe auch mit älteren Männern los. Ich habe die Videos gesehen. Die waren alle kleiner als du. Alle jünger. Ja, weil die mich mal zuerst angreifen. Das musst du doch denken. Ich lasse mir sowas gar nicht gefallen. Halt groß oder klein. Da war so ein Dunkelhäutiger. Du hast... Nee. Auch dabei. Er ist ganz bestimmt nicht von alleine, ohne Grund auf die Schule gegangen. Den Geschichtsstein, da kennst du nicht. Weil ich kenne ihn aus meiner Maßnahme, aus dem Gastronomiebereich. Wir gehen in derselben Klasse und sogar in derselben Schule. Und der verfolgt mich schon seit, nicht heute, also wir haben schon längst geklärt, aber seitdem an hat er mich immer verfolgt. Ich habe aber Audios von dir gehört und Videos und Sprachnachrichten. Okay, von dem gab es ja auch voll viele Audios. Ja, und ich habe gehört, wie du sagst, scheiß Flüchtlinge, dies, das. Nein, ich sage das nur an Leuten, die über meine gegenüber meine Deutschkenntnisse nur schlecht urteilen. Nur zu diesen Leuten sage ich mal die Flüchtlinge oder so. Aber ansonsten sage ich es nicht. Aber warte mal, trotzdem... Keine Sorge, Leute, ich habe kein Corona. Mein Hals ist trocken. Auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, über dieses Thema so. Natürlich sollte man das ja nicht sagen. Ich weiß, aber über mein Deutsch sollte man auch nicht schlecht reden, weil es gibt so viele Leute, die wie ich Probleme bei Deutschkenntnis haben. Ich meine, das ist ja auch verständlich. Selbst ich versuche mich ja mit einem Person mich zu unterhalten, der halt krass mit kaputtem Deutsch versucht, irgendetwas zu erklären. Selbst das habe ich verstanden, was er damit meinte. Ich